Heute möchte ich Ihnen vom Gerichtsbeschluss der zweiten Instanz erzählen, also vom Rekursgericht. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um mein eigenes Gerichtsverfahren. Sie wissen, ich bin im Zivilgerichtsweg gegen eine Behörde aktiv und im Beschluss des Bezirksgerichts gibt es sehr frustrierende Aussagen. Das Bezirksgericht, die erste Instanz, hält sich über weite Strecken an die Aussagen der Behörde. Es wurde nicht hinterfragt, es wurde nicht geprüft und die Behörde selbst tritt als fachliche Instanz auf, obwohl sie Partei im Gerichtsverfahren ist. Ich habe das im Rahmen eines Rekurses massiv bemängelt. Ich habe dargestellt, dass die Behörde falsche Informationen ans Gericht liefert und das ganz einfach zu prüfen wäre, indem man die Behörde auffordert, bestimmte Dokumente vorzulegen, die es geben soll, die auch nicht geheim sind oder so Amtsgeheimnis unterliegen würden, sondern es geht um Bescheide, von denen behauptet wird, dass es sie gibt, von denen ich weiß, dass es sie nicht gibt. Zumindest wurden sie mir nicht zugestellt und die Behörde hat auch keine Zustellbestätigung hinterlegt. Gut, das Gericht hat also der anderen Partei in der ersten Instanz zu 100% Recht gegeben und es sind alle Beschlüsse so ausgefallen, wie die Anträge der Behörde ausgesehen haben. Und dann habe ich eben diesen Rekurs eingebracht und den Beschluss erhalten. Ich merke hier an, das bezieht sich jetzt auf ein Video, das ich vor ein paar Wochen gemacht habe, dass dieser Beschluss des Landesgerichts in diesem Fall am 15. März abgefertigt wurde, also Datum 15. März hat, und mir wurde er am 11. April zugestellt. Mit anderen Worten, er wurde vor fast 4 Wochen bevor der Zustellung gefasst und zugestellt wurde er einen Tag nach den Osterferien. Ich habe den bekommen und habe in fetten Buchstaben Beschluss. Ich habe ihn hier, aber ich zeige ihn natürlich nicht in der Kamera. Steht in fetten Buchstaben groß geschrieben, groß gedruckt, Beschluss. Das Gericht hat in einer nicht öffentlichen Sitzung diesen Beschluss gefasst. Und dann habe ich gelesen, dem Rekurs wird nicht Folge gegeben. Das habe ich gelesen. Und dann steht aber eine Zeile weiter drunter in großen Buchstaben. Ich glaube, so kann ich das machen. Aufgehoben. Und da konnte ich mir keinen Satz zusammenreimen. Dann habe ich es nochmal gelesen. Nochmal. Dem Rekurs wird nicht Folge. Beschluss aufgehoben. Passt nicht. Und beim dritten Mal habe ich es dann richtig gelesen. Dem Rekurs wird Folge gegeben, der angefochtene Beschluss aufgehoben und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgetragen. Jetzt wird es bei mir gerade ein bisschen emotional, denn diese 3 Zeilen sind ein großer Schritt in einem Verfahren gegen eine österreichische Behörde. Ich hätte es persönlich nicht gedacht, dass diese 3 Zeilen jemals auftauchen werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf die Begründung kann ich nicht so genau eingehen. Da wird jetzt mal dann seitenweise wiederholt, was das Erstgericht schon erfahren hat im Rahmen des Verfahrens. Es wird teilweise zitiert, was Behörde eingegeben hat, teilweise zitiert, was ich eingegeben habe, beziehungsweise meine Familie. Und dann werden die Aussagen des Erstrichters wiederholt.
Und da sind dann so einzelne Wörter drinnen fett gedruckt. Und beim Lesen habe ich mir gedacht, aha, warum sind die fett? Ich habe mir jetzt mal für mich zusammengereimt, dass ich glaube, dass diese fett gedruckten Wörter die Punkte sind, die für das Rekursgericht nicht so gepasst haben. Das Rekursgericht, nur damit Sie sich da auskennen, falls Sie da nichts damit zu tun haben, in der ersten Instanz, in einem Verfahren, wo es nicht um so viel geht, finanziell betrachtet nicht um so viel geht, gibt es ein Erstgericht, das ist in unserem Fall ein Bezirksgericht, da wird verhandelt, da bringen alle alles ein und ein Richter entscheidet dann aufgrund seiner Sichtweise und seiner Aufnahme der Beweise, was rauskommt. Wenn man damit nicht einverstanden ist, bringt man einen Rekurs ein, wo man aufzeigt, was nicht passen soll, an dieses Erstgericht und das Erstgericht gibt diesen Rekurs, diesen Einspruch, kann man sagen, diese Korrektur, die man da so einbringt, an die nächste Instanz weiter. Das ist in unserem Fall das Landesgericht. Die andere Partei bekommt den Rekurs zugestellt, also die Behörde in meinem Fall, und hat dann die Möglichkeit, darauf zu antworten. Das hat sie nicht gemacht. Die Behörde selbst hat keinen Rekurs gemacht. Ist ja klar, denn es wurde genauso entschieden, wie die Behörde wollte. Ich habe vom ursprünglichen Beschluss 3 Punkte kritisiert. Also es ist gegangen um, ich glaube, 3 oder 4 Punkte, die da beantragt waren. Es waren 4. 3 habe ich kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass sie nicht so passt, wie entschieden wurde. Klar, weil ja so entschieden wurde, wie es die Behörde wollte. Aber einen Punkt habe ich nicht angefasst und gesagt, weil ich gesagt habe, das ist okay. Ja, da wurden mehrere befragt, da ist aus meiner Sicht von der anderen Seite Konsens und das ist auch glaubwürdig, passt. Dennoch hat das Rekursgericht den kompletten Beschluss aufgehoben. Also auch dieser 4. Punkt ist aufgehoben, was die Sache spannend macht, denn ich erzähle es Ihnen gleich. So, konkret hat das Landesgericht in einem Richtergremium aus 3 Richtern und Richterinnen natürlich festgestellt, dass in diesem Verfahren die fachliche Expertise fehlt. Konkret waren verschiedene Behörden involviert und die Behörden haben dargestellt, dass sie die fachlich korrekte Ansprechstelle sind und haben immer wieder auch fachliche Stellungnahme in ihren Schreiben so abgegeben. Und der Richter hat das so hingenommen. Wir haben immer gesagt, da fehlt ein Gutachter, da fehlt jemand, der das wirklich gelernt hat, der da seine objektive Meinung drüber stülpt. Dies wäre auch vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Behörde ja so viele Falschinformationen ans Gericht liefert, sehr wichtig. Das ist im Verfahren gar nicht passiert. Was für mich sehr irritierend war, weil der Richter selbst in einer Verhandlung einmal gesagt hat, ich bin ja kein Fachexperte, ich bin Richter. Ich verlasse mich auf die Sachverständigen. Und im ganzen Verfahren gibt es aber keinen Sachverständigen. Das war der Hauptkritikpunkt. Diesen Hauptkritikpunkt hat sich das Rekursgericht angeschlossen und hat einen Verbesserungsauftrag sozusagen an das erstinstanzliche Gericht geschickt, in dem jetzt der Auftrag ist, da diese fachlichen Informationen einzuholen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu erzählen, ohne etwas zu sagen. Im Verfahren der ersten Instanz gab es auch jemanden aus der Justiz, der grundsätzlich dafür da ist, diese fachlichen Informationen einzuholen. Das hat den großen Vorteil, dass es wesentlich günstiger ist, als wenn man einen Sachverständigen beauftragt, den man dann bezahlen muss. Und da reden wir von vielen tausend Euro bei einem Sachverständigen. Diese Abteilung der Justiz hat
eine Stellungnahme abgegeben. Damals war das Problem, dass das nichts anderes war, als die Behörde vorgesagt hat. Also diese Justizabteilung hat das praktisch zitiert und ist folglich, nachdem man hier der Behörde Glauben geschenkt hat, zum Entschluss gekommen, dass mein Antrag nicht zu bewilligen sei und nicht zu unterstützen sei. Wir haben damals einen sehr langen Schriftsatz verfasst, wir reden von mehr als 100 Seiten, in dem wir jede einzelne Falschaussage der Behörde aufgezeigt haben und das auch über weite Strecken bewiesen haben mit Dokumenten, E-Mails, Bescheiden und sonstigen Dingen. Im Verfahren wäre es dann so vorgesehen, dass der Richter diese Reaktion, die von uns gekommen ist, die ist sehr zeitnah gekommen, an diese fachliche Abteilung der Justiz weiterleitet und diese dann ihre Reaktion dazu geben kann und sagen kann, nein, das ist so und so belegt oder sagen, ja, das stimmt, da haben wir uns verdankt, was auch immer, so habe ich das gedacht. Tatsache ist, dass das schon vor mehr als einem Jahr war und der Richter hat das nie wieder an diese Fachabteilung geleitet. Das ist etwas, was wir sehr bekritelt haben. Dadurch sind natürlich sehr viele falsche Informationen in diesem Gerichtsakt drinnen und nicht korrigiert und nicht belegt. Und das Rekursgericht schreibt hier in diesem Beschluss, das Erstgericht wird sinnvollerweise mit der entsprechenden Abteilung zunächst abzuklären haben, ob diese selbst in der Lage ist, nach Durchführung der fehlenden Aufträge eine gutachterliche Beurteilung abzugeben. Das ist für mich eine sehr harte Aussage, denn hier aus meiner Interpretation stellt das Richtergremium klar, diese Abteilung der Justiz, diese Abteilung der Fachkräfte, der Sachverständigen, können die das überhaupt in diesem Fall? Das ist für uns ein sehr großes Thema, denn wir sind der Meinung, dass unser ganzes Dilemma durch ein Problem in der österreichischen Gesetzgebung entstanden ist. Es hat eine Behörde an einem bestimmten Punkt eine Macht ohne Kontrollorgan. Und das ist das große Problem meines Erachtens. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt diesen Kampf gegen Windmühlen führen, dass wir aufzeigen, dass das österreichische Gesetz einer Überarbeitung bedarf. Deshalb ganz toll, dass das hier so drinnen steht. Und dann merkt das Rekursgericht noch an, und das ist sehr ungewöhnlich, zur Klarstellung ist anzumerken, dass mit dieser aufhebenden Entscheidung der Beschluss vom 16.02.22 wieder in Geltung gesetzt wird. Dazwischen gab es noch andere Anträge und Informationen, und es gab ja diese Punkte, wo sich die Behörde bis heute nicht an die Gerichtsbeschlüsse hält. Und hier stellt nochmal das Rekursgericht klar, das ist so. Das ist auch ein dicker Brocken aus meiner Sicht. Und dann steht auch noch, ebenfalls zur Klarstellung wird bereits jetzt festgehalten, dass es nicht die Aufgabe ist, des Gerichtes Schuldzuweisungen der Vergangenheit zu machen, sondern zu schauen, was jetzt das Beste ist. Und das ist was ganz Schönes. Mit anderen Worten, kurz nach Ostern hatten wir riesen Rückenwind, da ist es mir einige Tage so richtig gut gegangen. Und wir sind schon sehr neugierig, was jetzt passiert, ob diese Fachabteilung der Justiz agieren wird, wann es einen Beschluss in irgendeiner Form gibt oder einen Auftrag des Richters. Und ich bin schon sehr gespannt,
wie viele Jahre es noch dauert, bis wir bei der dritten Instanz sind. Und da müssen wir leider auch noch hin. Denn die Behörde wird ja wohl kaum ihre Einstellungen nach 2 Jahren ändern. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Für mich sind das sehr gute Nachrichten. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch schon ein Thema für nächste Woche. Bleiben Sie dran. Wir sehen uns am Freitag um 12 Uhr.